Have we ever operated someone and see money and cars and everything inside him? Ja, haben wir schon mal gehört, dass jemand operiert wurde, also sprich medizinisch gesprochen, und man hat Autos entdeckt, man hat die Aktien gesehen, Grundstücke, niemals. Amen. Amen. What is in your soul? Das, was in deiner Seele gibt, is that which we have within. Ist genau das, was wir innerlich tragen. It can be attached to many, many, many things. Na klar, man kann sich das, was wir in uns tragen, mit vielen Dingen verbinden. But it is one. Doch es ist immer noch eins. Your true identity. Und zwar deine wirkliche Identität. Your conception of who you are. Nämlich deine Konzeption von dem, wer du bist. And so David said, und da sprach David, all that is within me, alles, was in mir ist, bless his holy name. Preise seinen heiligen Namen. It's a connection between my identity and his holy name, which is his I am. So in other words, David is saying that build the concept of who you are, the awareness of your person by knowing his name. Und dementsprechend baut David eine Verbindung zwischen sein Ich und den heiligen Namen des Herrn. Und dementsprechend lernen wir daraus, nämlich baue ein Konzept, ja, mache ein Konzept fertig, und zwar zwischen deinem Ich und seinem heiligen Namen, zwischen deiner Identität und seinem heiligen Namen. One time Jesus was confronted. Eins wurde Jesus konfrontiert. By a Samaritan woman. Zwar durch eine Samariterin. And this woman told Jesus. Und da sprach diese Dame zu Jesus. That we have been told that it is in Jerusalem that we worship God. Also uns wurde schon berichtet, dass man Gott in Jerusalem anbetet. And Jesus responded. Und Jesus hat wie folgt reagiert. He said that the time has come, nämlich die Zeit ist gekommen, that we will not worship God neither in the temple nor in Jerusalem. Dass wir Gott nicht mehr anbeten werden, weder im Tempel noch in Jerusalem. And then he said something. Und da sprach er über etwas. You know what you worship what you know not. Nämlich ihr betet an, was ihr nicht kennt. Now, one of the definition of bless is to worship. Ja, einer der Definitionen von preisen ist anzubeten. Now, you bless or you worship what you don't know. Ja, also du betest an das, was du nicht kennst. Du preist, was du nicht kennst. Why did Jesus make that statement? Warum hat Jesus diese Aussage getroffen? Because you become what you worship. Denn warum? Du wirst genau das, was du anbetest. If you worship idols, also wenn du Götzen anbetest, you become an idol. Dann wirst du selber zur Götze. It says they can't hear. Also sie können nicht hören. They can't speak. Sie können nicht sprechen. Those that builds them, diejenigen, die sogar die Götzen erstellen, they are just like them. Die sind genauso wie die Götze. Amen. Amen. So it's a principle. Also hier sieht man ein Prinzip. You can be what you don't know. Du kannst nicht das sein, was du selber nicht kennst. And so that is why for God to rob himself to us, he must be known. Ja, damit Gott wirklich eine Beziehung mit uns aufbaut, damit mit uns eins ist, muss gekannt werden. And so in his works he has revealed his person. Also in seinen Werken hat seine Person gezeigt. And so David said, so sprach David. The second part of this verse, the verse number two. Also den zweiten Teil von Vers 2. It says, forget not all his benefits. Vergiss nicht alle seine Wohltaten. So the real problem of the soul is to forget. Also das wirkliche Problem der Seele ist das Vergessen. And this the forget here is not talking about, you know, just loss of memory. Vergessen hier heißt nicht, ach, okay, also es ist mir einfach entgangen oder so. Ist hier nicht gemeint. No, he's talking about consciousness. Hier geht es Bewusstsein. He's talking of being aware. Es geht ja darum, dass man sich klares Bild macht. Because his benefits are not in the past. Denn warum? Seine Wohltaten sind nicht in der Vergangenheit. They are present. Die sind gegenwärtig. They are an actuality. Ja, also die sind Wirklichkeit. That's why he begins to enumerate them. Und das ist der Grund, warum anfing, sie aufzuzählen. He says, he forgives
our sins. Er vergibt unsere Sünden. In the presence. Und zwar gegenwärtig. He heals our diseases. Er heilt unsere Krankheiten. He crowns our head with loving kindness and tender mercy. Er krönt uns mit Barmherzigkeit und Gnade. He satisfied our desires with good things. Und zwar mit Gutem sättigt er uns. He doesn't do it in the past. Das tut er nicht in der Vergangenheit. No, in the future. Und noch in der Zukunft. Because we are talking about Yahweh. Denn wir sprechen über Yahweh. We are talking about the I am. Wir sprechen über den Ich Bin. He's always present. Der ist immer gegenwärtig. That's why it wasn't Elohim that came to the cross. Deshalb war es nicht Elohim, der zum Kreuz gekommen ist. It was the I am. Es war der Ich Bin. So that when he destroyed death, damit, als er den Tod vernichtete, when he destroys sin, als er die Sünde vernichtete, sin will ever be destroyed. Die Sünde wird immer zerstört sein. No, do you get that revelation? Also kommt es an, diese Offenbarung. He is I am. Er ist Ich Bin. He's always present. Er ist immer gegenwärtig. So if sin is destroyed, also wenn die Sünde zerstört ist, sin is presently destroyed. Dann ist die Sünde, und zwar in aller Gegenwart, zerstört. Every time is destroyed. Und zwar zu jeder Zeit ist die Sünde zerstört. Sin has been abolished. Die Sünde ist zerstört worden. One sacrifice. Ein Schlachtopfer destroys sin forever. Zerstörte die Sünde für immer. Because it wasn't a man that confronted sin. Denn warum? Es war kein Mensch, der die Sünde konfrontierte. It was I am that I am. Es war der Ich Bin, der Ich Bin. So when he destroys sin, also als er die Sünde vernichtete, sin yesterday, sin today, sin forever is destroyed. Und zwar die Sünde gestern, heute und für immer ist für immer zerstört. When life is resurrected, wenn Leben auferstanden ist, is the I am that brought life. Es ist Ich Bin, der das Leben gebracht hat. And so life is, also Leben gibt es. Life was, und Leben war es. Life will ever be. Und das Leben wird immer sein. That's why he said, I am life. Und deswegen sagt er, ich bin das Leben. And I am the resurrection. Ich bin die Auferstehung. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. You know, many people think resurrection is you resurrecting. Ja, man, viele denken, naja, also Auferstehung bedeutet, ich bin derjenige, der auferweckt wird. Nein. Nein, ich bin ist das. Bless the Lord, oh my soul, and preise, all that is within me, bless his holy name. Preise den Herrn meiner Seele und all was in meinem Innern ist, preise seinen heiligen Forget Namen. Forget not all his benefits. Vergiss nicht all seine Wohltaten. Be conscious of his benefits. Und zwar sei dir bewusst seine Wohltaten. Amen. Amen. God is forgiving. Gott ist vergebend. Halleluja. You Halleluja. Struggling to forgive yourself? Und du kämpfst, dir selbst zu vergeben. The one who is forgiven lives in you. Derjenige, der die Vergebung ist, lebt in dir. You are forgiven. Also dir ist vergeben. Halleluja. Halleluja. The healer is in you. Der Heiler ist in dir. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is how God has saved us. Aber genau so hat Gott uns gerettet. And so when we begin to bless God, wenn wir anfangen, dem Herrn zu preisen, we are actually conformed to his very image. Und was geschieht mit uns? Wir werden seinem Bild gleichförmig sein. Halleluja. Amen. So our strife in life, also unser Streben im Leben, our labor in life, unser Wirken im Leben, is to know him, ist ihn zu kennen. Amen. Amen. He says therein, also hierin, referring to the gospel, also Bezug nehmend auf das Evangelium, is the righteousness of God revealed, ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 What he has done right. Was er richtig getan hat. Not what he demands from you. Und nicht, was er von dir fordert. What he was er has done right. Richtig getan that hat. You need to believe. Was du aber glauben musst. In order for you to experience rightness. Damit du Gerechtigkeit oder richtiges Leben erfährst. Let it be our attitude. Das soll bitte unsere Haltung sein. Let it be our quest. Das soll unser Streben sein. To worship him. Ihn anzubeten. But when we talk about worship,
Doch wenn wir über Anbetung sprechen, we're talking about worshiping the one in whom we know. Also wir reden davon, denjenigen anzubeten, den wir kennen. You want to look like Jesus. Du möchtest wie Jesus schauen. You must get into worship. Dann ist es wichtig, dass du in die Anbetung hineinkommst. You can't worship him. Du kannst ihn nicht anbeten. And not be like him. Und nicht so wie er sein. Hallelujah. Hallelujah. That's why the lyrics of our worship must be right. Und deshalb die Lyriken, sprich die Worte unserer Loblieder, sie müssen richtig sein. Because the soul is wired in music. Denn warum? Die Seele ist so gestrickt, ist so verwoben in Musik. There are things that establishes in our soul better when it is musical. Es gibt Dinge, die sich sehr gut Platz finden, sie ordnen sich sehr gut ein in der Seele, wenn es musikalisch ankommt. Because when you are singing, denn wenn du singst, all your concentration, deine Aufmerksamkeit, all your attention, alles was in dir ist, is in the object of your singing. Ist genau in dem Teil, das was du singst. Amen. Amen. That's how powerful it is. Aber genauso kraftvoll ist das. So you can't have two opinion. Und deshalb kannst du keine zwei Meinungen haben. When you're singing. Wenn du am Singen bist. When you're praising. Wenn du am Loben bist. Because of that. Deshalb. You see, people who doesn't understand this. Menschen, die genau dies nicht begreifen. You know, they don't really come to realize how powerful praise and worship is. Sie realisieren nicht selber, wie kraftvoll Lobpreis und Anbetung ist. Because in prayer, denn im Gebet, in meditation, in der Meditation, in study, in der Studie, you are bombarded with different thoughts. Also du wirst wirklich überflutet mit verschiedenen Gedankengängen. But when you lost in worship, doch wenn du dich verlierst in der Anbetung, it's only about him. Es geht nur um ihn. Even if you want to try to think something else, selbst wenn du versuchen möchtest, was ganz anderes zu denken, because you like the song. Denn dir gefällt das Lied. So your love, your desire, everything, every faculties of your soul is attached to what you're singing. Before you realize, you don't even see the symptom in your body. You don't even recognize that in your konto there is no money. You don't see your challenges. That is why it is so important for us to come to that place of true worship. That's why God, most of the time, when he wanted to bring miracles in the midst of his people, he will call them and distract them from their problems and say, bring the Levite, bring the priest, and let them sing, let them celebrate, let them rejoice. Why is he doing that? So that their eyes will be taken away from their enemies and look unto him. For the battle is the Lord, it's not your battle. He came here to fight. He's a fighter. Let him fight. Amen. Amen. We are worshippers. Und deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, dass wenn wir wirklich auf das Lied des Herrn fokussieren. Was passiert denn mit uns? Das, was wir lieben, das, was uns wohlgefällt, ist hierauf fokussiert. Also wir sind nicht mehr abgelenkt, wir sind wirklich auf ihn gerichtet. Und was passiert mit uns? Wir merken noch nicht mal, was um uns herum ist. Wir merken, wir vergessen das, was uns bis hierhin geplagt hat. Im Alten Testament ist es so, dass wenn der Herr für Sieg, körperlichen Sieg, wenn er dafür sorgen möchte, dass sein Volk wirklich zum Sieg kommt, was tut er? Dann ordnet er an, dass zum Beispiel die Leviten vorausgehen, dass Juda vorausgeht, dass die Lobpreiser, die Priester, die Menschen, die singen und loben und jubeln, sie gehen voraus, damit Israel als Volk erstmal von den Problemen wegschauen, sondern damit sie auf den Herrn schauen. Was sagt die Schrift über diese Art und Weise? Der Kampf ist des Herrn. Das heißt, unsere Aufgabe ist nur, ihn anzubeten. Wenn wir ihn anbeten, dann kämpft er. Doch wenn wir abgelenkt sind, dann sind wir am Kämpfen. Doch es ist wichtig zu erkennen, er ist derjenige, der für uns kämpft. Also lassen wir ihn kämpfen. Wir fokussieren uns nur auf die Anbetung. But we still have another problem. Doch wir haben immer noch ein Problem. Because our psalmists of today, they have also encapsulated problems in our worship. Ja, also wir haben noch ein Problem. Also viele der Psalmisten, sprich viele der Loblieder und die Menschen, die preisen und alles, was haben sie getan? Sie haben die Probleme in den Liedern eingewoben. So fighting lyrics. Fight, ja. Fight for me.
So they just see enemy, they are praising God, they see how fire is coming. Und man kann sich ja vorstellen, man ist Gott am Preisen. Also statt dass der Herr die Aufmerksamkeit bekommt, bekommt das Kämpfen. Ja? Also man ist nur noch dabei, Herr, kämpf für mich, ja? Stell du meinem Feind und alles. Und man ist abgelenkt von demjenigen, der ich bin. Ist. Amen. Amen. It's about him. Es geht um ihn. We lost in him. Wir sind in ihn verloren. Whatever happened, happens. Was auch immer geschieht, geschieht halt. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. We didn't come into existence. Also wir sind nicht von eigen in die Existenz gekommen. We exist because of him. Wir existieren seinetwegen. So let's live for him. Also leben wir auch für ihn. Jesus went to the cross. Jesus ist zum Kreuz gegangen. So that the Father will be worshipped again in spirit and in truth. Damit der Vater in Wahrheit und in Geist wieder angebetet werden. When we are lost in his worship, wenn wir uns verlieren in seiner Anbetung, God walks into our situation. So kommt Gott in unsere Situation hinein. Glory be to God. Ehre sei Gott. This is how powerful it is. Aber genauso kraftvoll ist das. And so David, when he penned out this psalm, als David diesen Psalm niedergeschrieben hat. Now this was a revelation behind the Psalms. Also folgende Offenbarung war steckt hinter diesem Psalm. It's for us to worship or for us to know the one in whom we are called to mirror. In our nature and in our actions. Nämlich in der Anbetung, in der Erkennung, sprich, dass wir unser Ich Bin in demjenigen sehen. Was tun wir? Er soll in uns gespiegelt sein. Er soll in uns sichtbar sein. Wir sollen unser Dasein, unser Ich in ihm sehen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Halleluja.